Warum stehen überall Pyramiden? Zum Beispiel die angebliche Technologie, die in den Pyramiden genutzt wurde, die Verbindung der Pyramiden weltweit und eine Gesellschaft, die angeblich das Wissen dieser vergangenen Zivilisation dokumentiert haben. Aluhut, Freunde, merkt ihr schon, ne? Betrachtet man den Aufbau des Osirion-Tempels, kann man sehen, dass er wie ein Computerchip aufgebaut ist. Krass! In Amerika wird dies als History Whitewashing bezeichnet. Wenn es um Schwarze geht, hört man oft auch von den interessantesten Geschichten nicht. Oft wird eingeräumt, dass der erste Mensch schwarz war, aber dann wird auch noch erwähnt, dass wir ja von Affen abstammen. Krass, Digga, Flex. Shoutout, dass du das mit einbaust hier, Digga. Feier ich, Bruder. Dafür hast du harte Liebe von mir am Start. This trick is to make us believe that people back then were dumber and we're right. Smarter. Right. And that whole thing is a fallacy. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und wir sind ready, Dicker. Wir gehen in ein neues Video rein, welches heißt: Warum stehen überall Pyramiden? Miese Pyramidenrecherche von Flex Doku. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hab Bock drauf. Lasst Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und schreibt ruhig auch gerne ein paar mehr Kommentare. Ich konnte jetzt eine Woche keine Videos hochladen und ich bin aber jetzt wieder back und ich bin auf euren Support angewiesen, weil die natürlich mit dieser Woche auch den Algorithmus ein bisschen kaputt gemacht haben. Wegen angeblicher Verbreitung von Verschwörungstheorien übrigens. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Die wollen uns erziehen, dass wir auch einfach irgendeinen sinnlosen Content machen, aber ich gebe nicht auf. Ich liebe euch. Schreibt mal ein paar mehr Kommentare auf jeden Fall. Lasst ein paar Daumen nach oben da und ihr könnt mich auch mit einem super Thanks oder mit einer Mitgliedschaft unterstützen, wenn ihr das wollt natürlich nur. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, der Peter ist ready, Peter geht los, Digi. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt, verdammte Scheiße, Cindy. Und los. Jo Leute, hoffe alles okay bei euch. Alhamdulillah, ich hoffe bei dir auch, Bruder. Im heutigen Video werden wir uns viele verschiedene Themen anschauen. Zum Beispiel die angebliche Technologie, die in den Pyramiden genutzt wurde, die Verbindung der Pyramiden weltweit und eine Gesellschaft, die angeblich das Wissen dieser vergangenen Zivilisation dokumentiert haben und immer diejenigen sind, die den technologischen Fortschritt in einer untergegangenen Zivilisation vorantreiben. Aluhut, Freunde, merkt ihr schon, ne? Auch schauen wir uns die Verbindung zwischen angeblichen Göttern der vergangenen Zivilisation und sogenannten DMT-Entities an und viele, viele weitere Themen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Duncan Falls. So. And also, of course, the beings within the space, the so-called DMT entities. DMT entities, noch nie gehört. Hat das was mit DMT zu tun? Ich denke mal schon, ne? You know, folks will often talk about, and we've done some survey research on this. Entities. Do you think that these elves are real? There are these things that are there, and they communicate with you. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new, and it's been ongoing. The history books are not true. So, Michael, Alter, bester Mann. Rest in peace. Love. Da hat er ausgepackt, der Cousin. Der war einer von uns. Mieser Aluhutträger. Pyramiden gibt es auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Ägyptischen, die offiziell auf etwa 2500 v. Chr. Datiert werden. Laut offiziellen Versionen bestand die Aufgabe aller Pyramiden darin, als Grabkammer der Pharaonen zu dienen. Dies wird behauptet, obwohl man selten Mumien in Pyramiden gefunden hat. In der Cheops-Pyramide war zum Beispiel keine drin. Was einige dieser Pyramiden gemeinsam haben, ist die Ausrichtung nach dem Oriongürtel. Eine Sternkonstellation, die früher und für manche noch bis heute viel Bedeutung hat. Ja, das ist wild. Gleich mehr dazu. Ein weiterer Pyramidenkomplex, der nach der Orion-Konstellation ausgerichtet ist, sind die Pyramiden Teotihuacans in Mexiko. Der sagt Teotihuacan. Teotihuacan. Teotihuacan ist eine antike Metropole in Mexiko und war einst das Zentrum einer großen Zivilisation. Auf dem Höhepunkt erstreckte sie sich über 20 Quadratkilometer und beherbergte bis zu 200.000 Einwohner, bis sie auf einmal von einem auf den anderen Tag verschwand. Die Architektur folgt präzisen astronomischen Ausrichtungen, wie viele andere Pyramiden, und wurde laut offiziellen Geschichten über Jahrzehnte hinweg erbaut. Doch die Azteken, die diese Pyramiden schon erbaut vorgefunden haben, berichten, dass sie angeblich in einer Nacht durch übernatürliche Kräfte erbaut wurde. Crazy, Digga.
angeblich, die ist es in der offiziellen Geschichte bei denen auch so, dass die übernommen haben, ne? Weil ich bin auch überzeugt davon, dass die meisten Pyramiden auch, ich glaube auch nicht, dass die Ägypter die Pyramiden von Gizeh gebaut haben. Ich bin auch der Meinung, dass die übernommen haben quasi so, weißt du? Und ich bin auch der Meinung, dass die schon viel älter sind, als die meisten denken. Man hat sogar Steinproben von der, wie heißt die? Sphinx genommen. Und da waren angeblich Hinweise darauf, dass sie über 10.000 Jahre alt ist. Weißt du? So. Wer die gebaut hat? Wie die gebaut haben? Die Geschichte, dass unglaubliche Gebäude innerhalb einer Nacht erbaut wurden, hört man in vielen verschiedenen Kulturen sehr oft. Und immer wieder ist von angeblichen Göttern die Rede, die diese Bauwerke so schnell errichtet haben sollen. Zum Beispiel Angkor Wat in Kambodscha. Oder Pumapunku in Bolivien. Viel erinnert die Geschichte dieser Bauweise an den Bau des Salomonischen Tempels, den König Salomo auch durch Hilfe von Dämonen in kürzester Zeit errichtet haben soll. Die Details der Pyramiden in Teotihuacan und Chichen Itza, die sich ebenfalls in Mexiko befinden, wild, da war ich, bin ich ganz stolz drauf, zeigt, dass die Erbauer ein tiefes Verständnis von Schallwellen und Frequenzen hatten. Das ist krass, Digga, wenn du klatschst, Bruder. Da hätte er auch ein Video von mir einblenden können. Flex, was ist los mit dir? Bild. Don't ask me that. Because we don't know. But this Nobody knows, Bro. Kein Wissenschaftler. Die wissen nicht, wie. This is really impressive. Weitere akustische Tricks sind an einigen Wänden zu beobachten. Genau 7 Echos entstehen, wenn man in ihrer Nähe klatscht oder pfeift. Da muss ich jetzt aber auch mein Ding einblenden, so, das geht so nicht. Weißt du, da bin ich auch stolz drauf. Das ist das erste, was er eben gezeigt hat, und das ist das zweite. Again. Wild. Again. Bester Mann. You win. That's the echo. Digga, geil, die Mexikaner, wie die aussehen, Digga. Die sind die besten, Digga. Ich schwör's dir. I love you. I miss you too. Acoustic effect. Bei den meisten Pyramiden in Mexiko muss man nur mit ganz leiser Stimme von ganz oben reden, damit tausende von Leuten einen ganz deutlich hören. Sie wurde so errichtet, dass der Schall perfekt bei den Leuten ankommt. Krass. Der Niedergang Teotihuacans eignete sich um das Jahr 650 nach Christus. Wahrscheinlich ausgelöst durch eine Feuerkatastrophe. Klaus-Schwabenland-Itin tippt 23 Euro. Mach weiter so. Lass dich vom Gegenwind nicht von der Route bringen. Klaus Majutster, ich küsse deine Zirbeldrüse. Danke für deine 23 Euro. Muchas gracias, nehme ich mir zu Herzen. Aber Bruderherz, glaub mir eins, ich gebe es zum Tod. So, lass mich niemals unterkriegen. Da haben wir schon einiges bewiesen auf jeden Fall an der Stelle. I love you, man. Dankeschön. Darauf deuten Spuren an den Gebäuden hin. Weitere Pyramiden, die nach der Orion-Konstellation angeordnet sind, sind die Xiang-Pyramiden in China, die zuerst nicht mal als Pyramiden anerkannt wurden und nun anerkannt sind, aber nicht ausgegraben werden dürfen. Krass, Digga, ne? Überall Pyramiden. Angeblich will die Regierung nicht, dass wichtige Artefakte durch diese Ausgrabung zerstört werden. Sie wollen erst warten, bis sie die richtige Technologie haben, um dies ohne große Beschädigung durchführen zu können. Und das waren nicht die einzigen Pyramiden. Überall auf der Welt stehen hunderte von Pyramiden. Es gibt nicht mal eine genaue Zahl, so viele gibt es. Manche sind tausende Kilometer voneinander entfernt, weisen aber den gleichen Baustil auf. Forscher und Wissenschaftler rätseln noch bis heute, wie man vor so einer langen Zeit solche Entfernungen überbrücken konnte. Einige behaupten, es gäbe unter den größten Pyramiden unterirdische Tunnel, durch die man durch die ganze Welt gehen kann, ohne auftauchen zu müssen. Tschüss. Fast alle Pyramiden haben Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel stehen fast alle, wenn nicht alle, auf energetischen Punkten der Erde. Überall auf der Erde soll es Orte geben, wo es besonders viel Energie gibt, die man anzapfen kann. Ist so. Das merkst du schon. Du musst da nicht mal groß rumzapfen oder so. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Mexiko gehst, erste Mal, wo ich in Mexiko war, die ersten 2 Wochen hatte ich ein Kribbeln in der Wirbelsäule hinten. Einfach kribbeln. So richtig krass. Also energetisch gesehen halt sehr, sehr intensiv. Und da gibt es definitiv auch noch andere Orte auf der Welt, wo das Energy Level auf jeden Fall high as fuck ist. So.
Da bin ich auch am Anfang nicht richtig mit klargekommen, konnte nicht pennen und so, diese ganzen Sachen. Diese Orte gibt's und ich will auch noch ein paar mehr Orte mir reinziehen von den Orten. Sieht schön aus hier, ne? Flower of Life mäßig. Diese Orte kann man berechnen und dann darauf Pyramiden bauen, die stärker sind als welche, die irgendwo aufgebaut sind. Eine der bekanntesten Theorien ist, dass die meisten Pyramiden hauptsächlich genutzt wurden, um Energie zu erzeugen. Kraftwerk-Vibes. Da spielt der Erfinder Nikola Tesla eine Rolle. Nikola Tesla war ein serbisch-amerikanischer Erfinder und Ingenieur, der für seine Beiträge zur Entwicklung der Wechselstromtechnologie bekannt ist. Geboren am 10. Juli 1856 in Smiljan im heutigen Kroatien, zog er in den 1880er Jahren in die USA und arbeitete eine Zeit für Thomas Edison, der Mann, der angeblich die Glühbirne erfunden hat. Seine bedeutendsten Erfindungen umfassen den Induktionsmotor, den Tesla-Spulentransformator und Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung. Darüber hinaus war Tesla ein Vorreiter auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation und entwickelte die Grundlagen, die heute in Radios und Handys verwendet werden. Trotz seiner zahlreichen Patente und Erfindungen verbrachte Nikola Tesla seine letzten Jahre verarmt in einem Hotel und verstarb letztendlich am 7. Januar 1943 in New York City. Rest in power, G. Unmittelbar nach seinem Tod beschlagnahmte das FBI alle seine Patente und Erfindungen und gab diese erst 10 Jahre später wieder frei. Tesla wurde unter anderem von dem bekannten Banker JP Morgan finanziert. Doch als Morgan erkannte, dass Teslas drahtlose Technologien seine bestehenden Investitionen in zum Beispiel Kautschukplantagen und Kupferminen, die für Kabel gedacht waren, untergraben könnte, zog er seine finanzielle Unterstützung zurück. Oft wird behauptet, Tesla habe sich nur auf die drahtlose Energieübertragung konzentriert und nie so etwas wie eine Maschine zum Generieren freier Energie erfunden. Aber viele Sachen deuten darauf hin, dass Nikola Tesla auch Methoden zur Erzeugung von freier Energie entdeckt hatte und diese eigentlich der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Glaube ich sogar. Überall in der Ionosphäre und Atmosphäre gibt es Elektrizität, die man mit den richtigen Geräten anzapfen kann. Macht auch für mich total Sinn, Digga. Energie ist überall. Energie stirbt doch nicht. Energie ist einfach da. Weißt du, es macht für mich total Sinn, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir diese Energie auch abgreifen können. Aber dann wird halt keine Energieknappheit mehr stattfinden und dann sind wir nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Energiekonzerne und dann werden die ja ein bisschen weniger Energie-Money machen und deswegen wurde das vorenthalten. So, weil man uns das schön mit unter Druck setzen kann, uns in eine Abhängigkeit reinbringen kann, genauso wie mit Wasser und mit anderen Geschichten, damit wir ja nicht das Gefühl haben, dass wir frei sind, so, weißt du? Sounds fucked up, but it's true. Und es ist so viel eigentlich unbegrenzt verfügbar, dass dies viele Industrien zugrunde gehen lassen würde. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum behauptet wird, dass er nie so ein Gerät erfunden hat. Oh mein Gott, das ist so amazing! Wow! Ich sag dir ehrlich, diesen komischen TikToks vertraue ich nicht. Sag ich dir ehrlich. Also diesen komischen TikToks, wo die immer so komische Sachen einblenden und dann irgendwelche heftigen Dinge und so, ich vertraue dem Shit nicht. Mit AI und so kannst du heutzutage alles machen. Weißt du? Tesla glaubte, dass die Pyramiden das Geheimnis zur freien Energie besitzen und diese zu ihrer Zeit weltweit übertragen konnten. Der besondere Aufbau und die verwendeten Materialien ließen ihn zu diesem Entschluss kommen. Aber was haben die mit der Energie gemacht, ist die Frage so. Meint ihr, die haben schon auch so einfach, weiß ich nicht, Sachen damit betrieben oder so? Oder war das einfach spirituelle Energie, die weitergeleitet haben so? Vielleicht leiten die immer noch weiter, die Pyramiden so. Deswegen werden die an diesen energetischen Orten gebaut. Oder glaubt ihr echt, es geht um Elektrizität da? Electricity-mäßig so. You never know so. Es kann auch sein, dass es so eine Zivilisation auf der Erde gab, die vor der Sintflut am Start war und die auch schon weiterentwickelt waren als wir. Und das vielleicht Generatoren waren von denen damals und die schon Strom hatten und so, bis dann alles ausradiert wurde. Könnte auch sein. Also es könnte sehr viel sein. Ne? PlayStation gezockt oder so. In mehreren Büchern gehen Ingenieure und Elektriker auf verschiedene Aspekte ein, die darauf hindeuten, dass mit den Pyramiden Strom erzeugt wurde. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien darüber, wie angeblich Strom mit den Pyramiden erzeugt wurde. Die bekannteste ist, dass sie ähnlich wie der Wardenclyffe Tower funktioniert haben und auch ähnlich aufgebaut waren. Zum Beispiel war die Theorie, dass sich dieser Wardenclyffe Tower über einer mit wassermäßig von unten, ne? natürlichen Energiequelle befinden musste. Dies kann zum Beispiel auch ein Fluss sein. Mhm. Sowohl die Pyramiden als auch der Wardenclyffe Tower wurden über Grundwasserleitern gebaut. Auch wurden Materialien wie Granit und Keramik verwendet, die piezoelektrische Eigenschaften besitzen. Dazu gleich mehr.
Wenn wir uns weitere Bauten in Ägypten anschauen, sehen wir, dass der Osirion-Tempel ebenfalls über einer Wasserquelle errichtet wurde. Betrachtet man den Aufbau des Osirion-Tempels, kann man sehen, dass er wie ein Computerchip aufgebaut ist. Natürlich kann das ein Zufall sein. Krass. Krass. Guck mal, Computer Motherboard und dann unten Mayan Pyramids Complex of Teotihuacan in Mexiko. Wild? Wild? Miese Recherche. Starkes Videoflex. Feier ich. Aber für viele scheint es so, als ob dieser Komplex ebenfalls etwas mit Elektrizität zu tun hatte. In dem angeblichen Tempel wurden Sandstein, Kalkstein und Granit verwendet, genau wie bei den Pyramiden. Die einzige Sorte Stein, die diese Menschen leicht und nahegelegen verfügbar hatten, war Sandstein. Der Granit und Kalkstein wurden jedoch aus Orten geholt, die teilweise mehrere hundert Kilometer entfernt waren. Das ist auch crazy. Wie? Wie denn? Wie? Es scheint so, als ob es wichtig war, dass diese Materialien genutzt werden. Wenn wir uns mal anschauen, wie heute noch Sandstein, Kalkstein und Granit genutzt werden, stellt man fest, dass sie bis heute noch in verschiedenen Bereichen der Elektronik eingesetzt werden. Das Interessante an Granit ist, dass bestimmte Mineralien darin wie Quarz piezoelektrische Eigenschaften besitzen. Wenn man aus Quarz oder Granit, wie einige herausgefunden haben, zum Beispiel einen Stab macht und diesen Stab schnell drückt oder stößt, kann Quarz oder Granit diese Bewegung in ein elektrisches Signal umwandeln. Krass. Das nennt man den piezoelektrischen Effekt. Das gleiche Prinzip wird bei Quarzuhren und elektronischen Feuerzeugen verwendet. Und sowas ähnliches soll angeblich in Groß in diesem Osirien-Tempel passiert sein. Wie wir vorhin besprochen haben, gibt es viele Pyramiden, aber nur einige sind nach der Orion-Konstellation angeordnet. Wenn wir uns besonders diese Konstellation anschauen, sehen wir, dass nicht nur Pyramiden danach angeordnet sind. World Trade Center? Zum Beispiel auch das ehemalige World Trade Center und viele weitere Orte auf der ganzen Welt. Zum Beispiel die Bank of England, das Smithsonian in Washington oder ein paar Gebäude am Vatikan. Gleich mehr zum Vatikan. Wild? Das waren nur drei von bestimmt 10, 15 Orten. Was das genau zu bedeuten hat, kann im Endeffekt niemand hundertprozentig sagen. Viele behaupten, dass sich durch diese Konstellation Dämonen besser materialisieren können und man sozusagen ein Portal in eine andere Dimension öffnen kann. Filme? Gleich gehen wir auf eine Sache ein, die fast alle untergegangenen Zivilisationen gemeinsam hatten, außer die Pyramiden. Bevor wir zur nächsten Geschichte kommen, lasst uns kurz auf ein paar Worte von Michael Jackson eingehen und warum über diesen noch fast monatlich weitere Gerüchte über Pädophilie rauskommen. Die wollen sehen, das Schmutzkampagne meiner Meinung nach. So, ganz klar. Michael Jackson ist einer der wenigen Leute, über den noch nach seinem... Ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute sowas. ...tot hergezogen wird. Jimmy Savile war ein Teufel in menschlicher Form. Aber sogar bei ihm hat man nach kurzer Zeit aufgehört. Bei Michael Jackson scheint es so, als ob monatlich neue Geschichten auftauchen. Und immer wieder das Thema aufkommt, dass er sich an Kindern vergangen haben soll. Leute, Michael Jackson war auch nicht immer ein Unschuldslamm. Er soll zum Beispiel tief in Magie verwickelt gewesen sein. Dass nach seinem Tod weiter Gerüchte verbreitet werden, scheint doch etwas merkwürdig. Das könnte vielleicht an dieser Aussage hier liegen. Bester Mann, ja. Allein dafür, Bruder. Balls as fuck, Bro. Weißt du? Auch, dass er sich nicht verkauft hat und den Sony-Katalog, den der da hatte, da am Start hatte, auch nicht abgeben wollte mehr und so. Der hat schon Eier gehabt, Digi. Der hat schon Eier gehabt. Und sowas auszusprechen, gibt's nicht viele, die sich das trauen. Anscheinend werden weitere Gerüchte verbreitet, damit die Leute beim nächsten Mal, wenn sie Aussagen von ihm hören, sich denken, ich glaube doch keinem Typen, der sich an Kindern vergeht. Mäßig. Hier hat er spezifisch über die Geschichte der Schwarzen gesprochen. Das machen die ja oft auch mit anderen Leuten so, ne? Da kommt ja oft immer so Russell Brand, Andrew Tate, fucking... Also bei diesen ganzen Leuten wurde ja auch versucht, da irgendwelche sexuellen Übergriffe oder irgendeine Scheiße rauszuholen, damit die degradiert werden oder einfach so eine Schmutzkampagne, weißt du? Meistens kommt danach nichts mehr raus, Digga. Russell Brand ist ein krasses Beispiel, finde ich. Weil da haben die diese Schmutzkampagne angeschmissen, der wurde auf YouTube demonetarisiert und danach hast du nichts mehr davon gehört. Das war einfach Zeitungsartikel von mehreren Zeitungen und nichts anderes. Da gab es keine Anklage, da gab es kein Gericht, da gab es nichts. Das musst du dir mal überlegen. Und es ist meiner Meinung nach, weil er auch hart gegen die Corona-Maßnahmen und auch gegen die Impfung und auch gegen
beziehungsweise über den Ukraine-Konflikt geredet hat und so, weißt du? Es ist halt einfach so. Umso größer du dann noch bist, und der war ja vorher auch hart Mainstream, umso härter wird es. Und du musst nicht mal der Krasseste sein. Ich meine, wenn du mich damit vergleichst, ich bin ja niemand so, weißt du? Aber selbst ich, als ich dieses Corona-Video gemacht habe, so, die haben mich auf ganz vielen Ebenen versucht zu bekämpfen. Und es war auch suspicious, dass auf einmal dann auch Finanzamt, das ist jetzt eine miese Verschwörungstheorie, aber auf einmal auch dann Finanzamt um die Ecke gekommen ist und so ganz komische Sachen auf einmal parallel alle passiert sind, weißt du? Und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wenn du auf einer gewissen Ebene bist und dann Anti-Staat und Anti-Establishment und auf einmal anfängst, Leute aufzuwecken und Dinge zu erzählen und so, dass sie dann versuchen, dich auf allen Ebenen irgendwie zurechtzuweisen, weißt du? Damit du damit aufhörst und wieder schön auf Linie gehst. Und darüber, dass in den Geschichtsbüchern oft steht, Weiße hätten bestimmte Musikrichtungen erfunden, obwohl diese von Schwarzen stammen. In Amerika wird dies als History Whitewashing bezeichnet. Und dies wird nicht nur bei Schwarzen gemacht, sondern angeblich in der ganzen Geschichte. Aber lass uns mal kurz... Das ist ein krasses Thema, Flex, Digga. Da würde ich mir wünschen, mal ein extra Video. Das machen halt, gibt halt nicht so viele Schwarze in Deutschland. Müsste man eigentlich mal selber machen, so mit diesem Whitewashing. Und wie viele Sachen so umgeändert wurden. Und damit es so aussieht, als ob das von Weißen kommt und so, obwohl das erst von Schwarzen gekommen ist. Das ist crazy, Bro. Und das gibt's, findet statt, hundertprozentig. Das wäre mal ein geiles Thema. Kurz auf die Geschichte der Schwarzen eingehen. Wenn ich genug finde, kommt dazu ein extra Video. Wenn es um Schwarze geht, hört man oft auch von den interessantesten Geschichten nichts. Zum Beispiel wusstet ihr, dass die erste Dynastie in China, und zwar die Shang-Dynastie, von Schwarzen regiert wurde? Es crazy. Es gibt sogar einen japanischen Arzt, der die These aufgestellt hat, dass Schwarze mit Schlitzaugen der Ursprung aller Japaner sind. Bro, es gibt eine These, die sagt, dass die Schwarzen der Ursprung der Menschheit sind und dass alle Völker von den Schwarzen abstammen quasi. Und so. Hört sich crazy an, viele wollen das nicht hören, aber... Da gibt es einige Thesen und einige Sachen, die da zusammengesucht wurden, wo man da mal reingehen könnte. Mein Bruder ist mies in der Recherche drin, da könnte man vielleicht mal einen Talk machen. Bestimmt habt ihr einmal einen Schwarzen gesehen, der ein bisschen wie ein Chinese aussah. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Nelson Mandela. Voll. Diese Leute sollen angeblich die ersten Menschen gewesen sein, die Schlitzaugen hatten. Oft wird eingeräumt, dass der erste Mensch schwarz war, aber dann wird auch noch erwähnt, dass wir ja von Affen abstammen. Krass, Digga, Flex. Shoutout, dass du das mit einbaust hier, Digga. Ist nicht selbstverständlich, Bro. So, feier ich, Bruder. Dafür hast du harte Liebe von mir am Start. Sag ich dir so, wie es ist. So, das in Deutschland und so, das interessiert hier nicht viele Leute, aber Respekt, Bruder. Hast mich gecatcht gerade. Ein auf, ja, ihr wart die ersten Menschen, aber wir waren ja zuerst Affen. Wer glauben will, dass er mal ein Affe war, kann das gerne tun. Ich glaube das nicht. Und vieles deutet eher darauf hin, dass wir uns nicht weiter, sondern zurückentwickelt haben. Vielleicht haben wir technologische Fortschritte, die für uns unglaublich sind. Aber wenn wir uns mal anschauen, was für eine Technologie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, stellt man fest, dass vieles der mentalen Versklavung beiträgt, in Anführungsstriche. Es sind irgendwelche virtuellen Realitäten, iPhones, Laptops und so weiter. Viele Leute würden das, was wir heute haben, nicht als fortschrittliche Zivilisation beschreiben. Ja, Digga. Vor allem, wenn du vergleichst, was wir für eine Connection heutzutage haben, so, weißt du, früher die Leute hatten wirklich noch eine Connection mit was Höherem, eine Connection mit sich selber, mit eine Connection mit ihrer Community und so, das ist ja voll verloren gegangen. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, vielleicht haben wir technologietechnisch in den letzten 100 Jahren einen krassen Fortschritt gemacht, aber menschlich gesehen, als Menschen an sich, haben wir einen riesen Rückschritt gemacht. So, da geht nichts. Angeblich sollen viele dieser untergegangenen Zivilisationen Schwarze gewesen sein. Und das hat auch nicht zu bedeuten, dass Schwarze schlauer sind. Die kompletten Körperfeatures eines Menschen, wie Gesichtszüge, Hautfarbe und so weiter, machen nur 1-2% der ganzen Gene aus. So. Die restlichen 98% sind bei jedem Menschen gleich. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Sache, so, wenn du überlegst und guckst, was da mit den Schwarzen getan wurde. So. Und das ist auch wahrscheinlich ein Grund dafür gewesen, dass die dann... irgendwann versklavt wurden, ausgerottet wurden, deren Land geklaut wurde, Afrika, weißt du, und das wurde ja auch mit anderen Kulturen gemacht, aber dass die Europäer dann quasi die ganze Welt gefickt haben, mehr oder weniger in Anführungszeichen, kann vielleicht auch auf sowas zurückzuführen sein und dann dieses Whitewashing betrieben haben, damit heutzutage, und das ist auch heutzutage so, keiner mehr weiß, wie heftig zum Beispiel die Afrikaner und die schwarzen Menschen gewesen sind, weißt du. So, wir haben jetzt mittlerweile, also für viele Teile auf der Welt, das hört sich jetzt hart an,
Und viele, also Leute, die nicht schwarz sind, können es nicht nachvollziehen. Aber wenn du schwarz bist oder auch so aussiehst wie ich, weil ich bin ja nicht komplett schwarz, aber ich bin auch dunkelhäutig so, hast du immer das Gefühl und du wirst immer das Gefühl bekommen, dass du weniger wert bist. So. Leute gucken dich teilweise an und das passiert im Alltag, das ist ganz normal. So, das könnt ihr nicht nachvollziehen für die Leute, die diese Erfahrung nicht machen, aber das ist einfach normal. Du kriegst diese Blicke, als ob du weniger bist als einer, der weiß ist. So. So, und es ist einfach so, und das ist krass, wenn du überlegst, wenn diese Geschichte, die er da eben erzählt hat, stimmt, und dass wir die ersten Menschen waren und alle anderen Völker davon abstammen quasi, und dann heutzutage das so umgedreht wurde, dass wir weniger wert sind, versklavt wurden, komisch angeguckt wurden und diese ganze Scheiße so, dann ist das schon eine krasse Sache. Und da musst du echt aufpassen als Schwarzer, so als schwarzer Bruder, dass du nicht anfängst, dich zu krass damit zu identifizieren, weil es kann dich richtig runterziehen. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, so früher auch, wo ich ein bisschen jünger war und das gemerkt habe einfach, dass da habe ich Zeiten gehabt, so da entwickelst du Hass, du resignierst, du holst nicht mehr alles aus dir raus, du denkst dir, die Welt ist eh gegen mich und so. Und das ist halt nicht das richtige Mindset. So, ich habe dann irgendwann, du musst es halt überkommen. Und so, weil die werden dich immer wieder daran erinnern. Deswegen machen die auch so viel, reden über Sklaverei und Black Lives Matter und diese ganzen Sachen, damit die Schwarzen sich immer daran erinnern, ey, ihr seid schwarz, ihr seid Sklaven, ihr seid weniger wertmäßig. Da muss man halt rauskommen, so. Weißt du? So. Ist eine harte Thematik, Alter. Da müsste man eigentlich mal einen längeren Talk drüber machen, auf jeden Fall. This trick is to make us believe that people back then were dumber and we're right. Smarter. Right. And that whole thing is a fallacy. Yeah, that's and definitely not real. Lasst uns mal auf ein paar Sachen eingehen, die darauf hindeuten, dass, wie Michael Jackson gesagt hat, wahrscheinlich viel gelogen ist. Die erste Sache, die wir uns anschauen, ist ein Gebäude. Und zwar der Hoysala-Swara-Tempel in Indien, der angeblich im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Wenn wir einige der erstellten Säulen betrachten und mit einer Triebwerkturbine vergleichen, fallen Ähnlichkeiten auf. Das ist der Varanarayana-Tempel, der ebenfalls in Indien steht. Seine Decke zeigt Verzierungen, die ebenfalls wie eine Turbine eines Flugzeugs aussehen. In der indischen Geschichte wird immer wieder von Vimanas gesprochen. Die Vimanas wurden oft als göttliche oder königliche Fahrzeuge dargestellt. Ja, Mann. Sozusagen Flugzeuge oder UFOs der Antike. Die Vimanas, die man in den alten Schriften findet, sehen oft wie diese Gebäude aus. Die Kuppeln werden auch deswegen oft Vimanas genannt. Einiges deutet darauf hin, dass diese Vimanas Triebwerke und Turbinen hatten, die in diesen Tempeln abgebildet wurden. Oha, stell dir mal vor, das stimmt wirklich alles so. Und das war voll die krasse Kultur. Also damals war voll heftig. Die sind so rumgeflogen und so und haben so voll die krassen Sachen gemacht. Ich kann mir sowas echt vorstellen, sag ich dir ehrlich. Und heute denken wir, ja, das waren irgendwelche unzivilisierten Affen, die nicht mal irgendwie Ackerbau machen konnten oder irgendwas, was die uns da erzählen, weißt du? Die Menschen sollen früher nicht nur schlauer, sondern größer gewesen sein und viel länger gelebt haben. Zum Beispiel gibt es eine weitere Theorie, in der man behauptet, dass man viele Gebäude, die wir heute noch nutzen, vorgefunden hat und diese eigentlich von einer untergegangenen Zivilisation gebaut wurden. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch mal ein Video machen. Wenn man sich mal alte Gebäude anschaut, stellt man fest, dass viele eine riesige Tür haben. Noch dazu ist das Schloss da angebracht, wo eigentlich kein normal großer Mensch rankommen kann. Tschüss, echt? Das ist krass. Aber von Riesen wird ja auch in vielen Religionen, also in den religiösen Büchern teilweise auch berichtet. Ne? Also das Riesenthema ist eigentlich auch in jeder Kultur vorhanden, glaube ich, oder? In jeder Religion und auch in jeder Kultur irgendwie. Ist das wissenschaftlicher, was sagt die Wissenschaft dazu? Ist das so offiziell, dass es Riesen mal gab? Haben Riesen auf der Erde gelebt? Soweit wir wissen, war es sogar das erste riesige Lebewesen, das jemals auf der Erde gelebt hat, sagt Sander. Wer ist Sander? Universität Bonn. Die genauere Analyse ergab, dass C. Yangrum vor 246 Millionen Jahren lebte. Wann gab es Riesenmenschen? Im Osten Chinas haben Archäologen einige Knochen von Menschen gefunden, die vor 5000 Jahren dort gelebt haben. Sie waren ungewöhnlich groß und stark. In der chinesischen Provinz Shandong haben Archäologen Knochen gefunden, die für die Zeit ungewöhnlich groß waren. Es ist ja auch so, dass die Tiere damals auch deutlich größer waren. Ne? Das hat wohl auch irgendwie mit der Luftzusammensetzung zu tun gehabt. Irgendwie habe ich mal irgendwo gehört. Und es würde ja Sinn machen, dass die Menschen dann eventuell auch größer gewesen sind. Auch gibt es immer wieder Riesenbücher, die in der Geschichte auftauchen. Guck mal, Digga, das waren so kleine Taschenbücher für die, Alter. Okay, das können aber auch kleine Menschen schreiben, so Riesenbücher, Digga. Genau wie Riesenschwerter. Oder Riesenfußabdrücke. Bild. Oder Riesenknochen.
Oder schaut euch mal dieses Bauwerk hier an. Es ist auf jeden Fall keine natürliche Formation. Krass. Viele behaupten, es sei eine normale Treppe, die von Riesen für Riesen erbaut wurde. Boah, stellt dir mal vor, die waren so groß, dass sie da hochgesteppt sind. So, bap, bap, bap. Steht so ein Motherfucker vor dir. Boom. What's going on here, man? Crazy. Boah, Digga, das wäre krass. Yo, ich will so einen sehen, ja? Noch dazu gibt es viele Hieroglyphen und Petroglyphen aus verschiedenen Kulturen, die ebenfalls Riesen darstellen. Nebenbei, Riesen werden auch in allen heiligen Schriften erwähnt. Die bekannteste Geschichte ist die von David und Goliath. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum man so etwas verheimlichen will, zum Beispiel um die Glaubensbücher zu diskreditieren. Ein weiterer Grund kann die Evolutionstheorie sein. Generell werden viele Entdeckungen danach gewertet, wie sie die Evolutionstheorie darstellen würden. Wenn diese nicht dazu beitragen, das Narrativ zu stützen, werden diese einfach nicht erwähnt. Voll dumm. Zu dem Thema Riesen werde ich demnächst ein Video auf meinem Zweitkanal hochladen. Wenn es interessiert, erster Link in der Beschreibung. Ich bin dabei, Bro. Die Bilder, die ihr gerade seht, repräsentieren verschiedene Kulturen, verschiedene Zeitperioden und geografische Regionen. Sie stammen aus der Zeit von etwa 5000 vor Christus bis 1500 nach Christus. Trotzdem scheint es so, als ob diese verschiedenen Völker viel gemeinsam hatten. Hier kommen wir dann zu dem Thema Geheimgesellschaften. Leute, wenn wir uns mal die Entstehung der Geheimgesellschaften anschauen, sehen wir, dass sie ihre Ursprünge in antiken Mysterienreligionen in Babylon haben. Und zwar wird erzählt, dass viele der Geheimgesellschaften das Wissen dieser vergangenen Zivilisationen dokumentiert haben und sie immer wieder für den technologischen Fortschritt einer Gesellschaft verantwortlich sind. Diese neue Weltordnung, von der immer die Rede ist, ist keine neue Weltordnung, sondern eine alte Weltordnung. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Pyramide mit dem Auge als Symbol der Geheimgesellschaften gesehen wird. Interessanterweise sieht man immer wieder die gleichen Symbole, die in der Geschichte aufkommen. Wenn wir uns mal ein altes ägyptisches Symbol anschauen und das Wappen der Vereinigten Staaten, sieht man Ähnlichkeiten. Mhm. Das gleiche sieht man zum Beispiel auch im Vatikan. Oh shit. Wenn wir uns mal ein paar Symbole auf dem Gewand ansehen, stellen wir fest, dass eines den Nazca-Linien ähnelt. Die Nazca-Linien... Nicht ähnelt, 1:1. Linien sind ca. 1500 riesige, nur aus der Luft erkennbare Geoglyphen. Gibt's halt, haben wir ein Video drüber reingezogen, kann ich leider gerade nicht hochladen, weil YouTube Faxen macht. Der war halt da auch gerade in Chile oder so, wo die Linien auch gefunden wurden, oder in Peru oder was auch immer. Und Leute behaupten, dass er das nur aus Respekt diesem Volk gegenüber angezogen hat, mäßig. Weißt du? Muss man dazu sagen. Die auf ca. 800 vor Christus datiert werden. Weitere Symbole findet man auf einem Relief aus Mesopotamien von ca. 1500 vor Christus. Genau wie viele weitere Symbole, die vom Vatikan genutzt werden. Zum Beispiel der Hut, der einen Fisch symbolisieren soll. Dieser wurde von den Priestern in Ägypten getragen. Genau das gleiche bei dem Aufbau des Peterplatzes am Vatikan. Dieser erinnert an den Aufbau der mexikanischen Pyramiden in Teotihuacan. Im letzten Video hatten wir einen kleinen Ausschnitt von einem Mann namens David Wilcox angeschaut. Dieser hatte erwähnt, dass der Vatikan... Ich persönlich, meine Meinung ist, dass es gibt okkultes Wissen, ne? Okkultes Wissen heißt ja verstecktes Wissen im Endeffekt so. Und ich glaube, dass diese JungsInnen, wie zum Beispiel der Vatikan oder Amerika und diese ganzen Leute, versuchen, dieses okkulte Wissen zu benutzen, um uns zu kontrollieren. Also um die breite Masse der Gesellschaft zu kontrollieren. Die nutzen das für was Böses. Ich glaube aber auch, dass du dieses versteckte Wissen nutzen kannst für gute Dinge. Also das heißt nicht unbedingt, dass Pyramiden böse sind oder das Auge oder diese ganzen Sachen. Ich glaube wirklich, dass es ein Wissen gibt, was verborgen wird, was versteckt ist, was uns vorenthalten wird, auch aus einem Grund, weißt du? Und dass die dieses Wissen auch jetzt nutzen, diese Amerika und diese ganzen JungsInnen da, ne, Vatikan, bla bla bla, auch dafür sorgen, dass wir davon ferngehalten werden. Weil es gibt dir Power, es gibt dir Macht, es bringt dich zurück in deine Kraft, weil das dir auch sagt, was wir Menschen eigentlich wirklich sind und zu was wir fähig sind, so. Und die nutzen das halt für was Böses. Du könntest dieses Wissen auch nutzen für was Gutes. Aber es wird halt versucht, von den Menschen fernzuhalten. Deswegen gibt es mehr böse Menschen, die dieses Wissen nutzen und damit Unfug treiben. So. Das ist meine Theorie. Ist nur eine Theorie. Könnt ihr denken, was ihr wollt. Wollte ich mal hier kurz reinwerfen. Kahn angeblich im Besitz von Schriften ist, die erklären, wie man auf Regierungsebene Magie macht. Das könnte uns vielleicht den Aufbau erklären. Generell soll es angeblich in der Bibliothek des Vatikans Bücher geben, die viel Wissen enthalten. How to actually do black magic on a governmental level. John Dee, who is the prototype of the wizard with the long beard, the hat. What he did was to rediscover through these ancient documents that were in the Vatican
the technology of how to access what they consider to be spiritual beings that were useful to them, but what we would consider to be demonic or evil beings. Kommen wir zu den verschiedenen Gestalten, die in Artefakten dargestellt werden. Betrachtet man verschiedene Steinskulpturen aus verschiedenen Zeiten, kann man sehen, dass oft verschiedene psychedelische Substanzen dargestellt werden. In manchen Kulturen waren es Fliegenpilze, bei den anderen magische Pilze, bei den anderen Frösche, die sowas ähnliches wie die produzieren, oder bei den Ägyptern der blaue Lotus, der ebenfalls psychedelische Eigenschaften hat. Fast jede, wenn nicht jede dieser Kulturen hatte irgendeine psychedelische Substanz. Jetzt kommen wir wieder zu einer etwas krasseren Geschichte. Ist so. Überall. Damit ihr das, was ich sagen will, besser versteht, lasst uns kurz auf eine Sache eingehen. Geh mal rein. Vielleicht habt ihr mal was von DMT-Entities gehört. Es gibt eine... Hab ich noch nie gehört, Bro. ...Substanz, die sich T nennt und die zum Beispiel auch in Ayahuasca enthalten ist. Ja. Viele Leute, die diese Substanz konsumieren, berichten von Gestalten, die auf einmal auftauchen. Ab und zu berichten Leute sogar von denselben Gestalten. Ja, Ayahuasca, das soll weiblich sein. Das soll so eine weibliche Energie sein irgendwie, Ayahuasca. Und dieses andere, diesen Frosch, den die da smoken und so, das soll wohl mehr so eine männliche Energie sein. Oder wie das heißt, ich weiß nicht, das Bufo oder was? Keine Ahnung. Habe ich auch schon gehört, haben viele von berichtet. Hört euch mal kurz an, was Leute darüber zu sagen haben. People describe the structure, the ambience and also, of course, the beings within the space, the so-called DMT entities. Mm. And this goes back, I mean, of course, it goes back to these indigenous tribes in Amazonia who are using DMT. They used it to communicate with beings. They call them, you know, spirits or gods, right? We might have a different name for them now. You know, folks will often talk about, and we've done some survey research on this, entities. For someone, that might be colored as elves. For someone else, it might be little animals. Or someone else, it might be aliens. Do you think that these elves are real? There are these things that are there, and they communicate with you. And they seem to be really communicating with you, and they seem to also know you, know all of your bullshit, right, and be able to see right through you. Yes. But they don't seem to be you. They seem to be something else. Right. That's all we know. Von vielen wird behauptet, dass man durch dieses sozusagen etwas im Gehirn freischalten kann, wodurch man anfängt, Dämonen zu sehen. Interessanterweise wird diese Substanz seit einigen Jahren in fast jedem einflussreichen Podcast unterschwellig promotet. Na, Flex geht jetzt hier in die negative Richtung rein, Digga. Ich verstehe das auch, Bruder. Ich glaube nicht, dass das aus bösen Gründen. Also, es ist auch immer. Ich zum Beispiel sehe das auch schwierig zu sagen, das sind immer Dämonen. So. Weil viele Menschen, die ich kenne, die sowas probiert haben, ich habe es selber auch nicht ausprobiert, ich kann nicht aus Erfahrung reden, so, aber ich kenne sehr viele Menschen, die das gemacht haben. So sehr, sehr viele Menschen. Und eigentlich auch die meisten Leute, die ich in Mexiko kennengelernt habe, auch auf jeden Fall. Und die beschreiben halt das, was die da erleben und so. Das hat für mich mit nichts Dämonischem zu tun. Weißt du? Gefühlt. Aber ich kann halt auch nicht richtig sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig so. Weil er ja auch gesagt hat, diese Pyramidenauge und so, das ist immer alles negativ und so. Und ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht, damit wir von diesem Wissen ferngehalten werden. Und genauso könnte es eventuell auch mit diesen ganzen Psychedelics sein, dass wir das nicht erfahren sollen, damit wir nicht diese Verbindung mit der Welt, die wir nicht sehen können, eingehen. So, weißt du? Und nicht realisieren, dass wir alle zusammenhängen. Weil viele Leute, die Ayahuasca zum Beispiel genommen haben, die fühlen da halt dann zum ersten Mal, ich habe das zum Glück von Haus aus schon, aber die fühlen dann da halt zum ersten Mal, dass die verbunden sind mit allem, weißt du? So. Und vielen Menschen hat das geholfen, ein leichteres, besseres, gesünderes Leben zu führen. Ich kenne so viele Leute, die aufgehört haben, danach Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, Süchten zu folgen und die Sachen zu tun, die einem Menschen nicht gut tun, so, weißt du? Ich muss persönlich sagen, ich habe da trotzdem ich fühle trotzdem einen gewissen Abstand dazu, aber vielleicht auch einfach, weil es nicht für mich gemacht ist so und ich schon von Haus aus diese Connection fühle. Aber ich würde zum Beispiel niemals sagen, dass es komplett negativ ist so. Jeder ist auf seinem eigenen Weg unterwegs, weißt du? So, man muss immer bei diesen Themen echt vorsichtig sein und differenziert an die Sache rangehen. So. Aber ich zum Beispiel würde es auch nicht promoten. Ich würde es auch niemandem empfehlen, das zu machen.
Muss ich auch gar nicht, weil ich erstens keine Erfahrung damit gemacht habe und ich auch persönlich davon überzeugt bin, dass du auch ohne Substanzen von außen deine Verbindung zu Gott und mit der Welt und mit allen anderen Menschen, mit der Natur, mit den Tieren und so finden und spüren kannst. So. Weißt du? Da reicht Meditieren, Beten und diese ganzen Sachen, Bewusstsein einfach auch schon aus. Und so. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein Typ, der das jetzt so krass selber macht oder irgendwie promotet, aber ich würde auch niemals verurteilen, wenn Leute das machen oder promoten. Sagst, weißt du, wie ich meine? So. Man muss vorsichtig sein, aber. Jeder erzählt auf einmal, wie schön es doch ist und was für geile Erlebnisse man dadurch hat. Was man aber fast nie hört, ist, dass viele Leute nach dem ersten Konsum hängen bleiben. Wie der Forscher in dem vorherigen... Das ist auch wieder so eine Sache, hängen bleiben. Also Flex geht manchmal nicht so richtig differenziert mit den Themen um, so, weil was bedeutet hängen bleiben? Dieses hängen bleiben, wenn du sowas konsumierst, heißt einfach, dass du nicht bereit warst, das zu konsumieren. So. Das heißt, wenn du diese Sachen konsumierst, dann holt das ganz tiefe Sachen aus dir raus und hoch, mit denen du vielleicht nicht bereit bist, umzugehen. Und das ist hängen bleiben. Das heißt, sie werden mit Sachen konfrontiert, mit denen sie nicht, wo sie nicht bereit sind, mit diesen Sachen umzugehen. Und deswegen bleiben die darauf hängen. Die kommen nicht darauf klar. So, weil es einfach zu viel ist, weil die überwältigt sind. Und das sind meistens Leute, die einfach unbewusst sind und einfach irgendwie sowas ausprobieren mit Homies oder weil die das jetzt gerade Trend ist oder weil es irgendwo quasi gerade empfohlen wurde oder so. Das habe ich auch in Mexiko voll oft gesehen. Und das ist halt der falsche Weg. Du musst erstmal selber überhaupt bereit dafür sein, sowas auszuprobieren. Und das kannst du auch fühlen, weißt du? Aber einfach so, ohne Bewusstsein, ohne vorher die Gedanken darüber zu machen, Erfahrungen zu sammeln, zu wissen, was das eigentlich bedeutet und so, kann dein Kopf ficken. Und es kann auch sein, dass du jahrelang damit zu kämpfen hast. So. Aber am Ende des Tages, wenn du das irgendwann überwältigt hast, dann sind es halt Dinge in dir, die hochgeholt wurden, die du dann überwältigt hast. So. Weißt du? So. So. Ein Clip gesagt hat, es ist so, als ob man irgendetwas Fremdes downloaden würde. Wie gesagt, sieht man in vielen verschiedenen Kulturen immer wieder Skulpturen, die Ich muss erstmal googeln, was DMT ist. Ey, am Ende des Tages, DMT wird von deiner Zirbeldrüse produziert, bei allen von uns. So, du kannst auch natural deinen DMT-Ausstoß zum Beispiel hochtreiben, indem du meditierst. Das steigert langfristig den DMT-Ausstoß in deiner Zirbeldrüse und du fühlst dich mehr connected mit der Welt. Das ist ja der Grund, warum viele Leute meditieren. Und du musst kein Ayahuasca nehmen oder DMT oder irgendwelche Frösche rauchen und so, um diese Connection aufzubauen. Das will ich hier nochmal sagen. So, die ganzen Mönche und die ganzen Leute, die diese Retweets machen und so, das sind Leute, die gehen 3 Jahre lang in den Himalaya und reden mit keinem einzigen Mensch und meditieren 24 Stunden, Decker. 24 Stunden, um ihre Zirbeldrüse zu aktivieren und diesen Zugang zu bekommen, natürlich, ohne Substanzen, weißt du? Und das ist der Weg auch, das ist der ultimative Weg, meiner Meinung nach, weißt du? So, und anderen kann es halt helfen, weil die so tief in der Matrix drin sind, vielleicht irgendwelche Substanzen zuzuführen, damit die mal so ein Gefühl dafür bekommen. Aber oft ist es so, dass die Menschen dann Probleme haben, das zu etablieren, so, ins echte Leben. Verschiedene Wesen darstellen. Zum Beispiel einmal Reptiloiden, einmal die Aliens, die wir heute aus dem Film kennen. Viele verschiedene Arten. Die Geschichte ist, dass viele dieser Kulturen Substanzen genommen haben und durch diese Substanzen anfingen, Dämonen wahrzunehmen. Vor circa 5 Jahren hatten Joe Rogan und Alex Jones eine kleine Auseinandersetzung. Noch eine Sache, DMT wird ausgestoßen, wenn du geboren wirst, Mercedes, und wenn du stirbst. Und das in extremen in Mengen. So. Das ist quasi dafür da, das ist für den Übergang in die andere Welt da. Meiner Meinung nach. So. Es connectet dich mit der Welt, die du nicht sehen und anfassen kannst. Sorry, wenn ich so oft Stopp mache und so viel rede, aber ich finde es bei diesen Themen extrem wichtig, da nochmal meinen Senf reinzugeben und zu differenzieren ein bisschen, weißt du? Alex Jones hat Joe Rogan öffentlich attackiert, weil er immer wieder DMT in seinem Podcast promotet. Letztendlich wurde die Sache geklärt und Alex Jones kam zu einem Gespräch vorbei. Dabei kam auch die Verbindung zwischen okkulten Praktiken und Technologie auf. Alex Jones erwähnte, dass die tief in diese Praktiken verstrickt waren. Und sogar Erfindungen durch diese Praktiken generieren konnten. Eins davon soll zum Beispiel die sogenannte Reichsflugscheibe sein. Auch behauptet er, was man oft hört. Und zwar, dass die heutige Wissenschaft tief mit diesen okkulten Praktiken verbunden ist. They believed they were basically seancing and being possessed by entities that, I mean, it was before the, for whatever reason, it was the Germans that this happened to and the Swiss.
like they didn't discover it. Alex Jones, Digga, ich mag dem so krass zuzuhören, ne? Sag ich dir ehrlich. LSD in the 30s. These people were running the psychology departments. They were interfacing with the occult. They were involved in all this crazy stuff. Leute, kurz zu Alex Jones. Er war der Mann, der zum Beispiel den Bohemian Grove infiltriert hat und diese Aufnahmen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Auch hat er über die Insel gesprochen, als viele noch dachten, es wäre eine Verschwörungstheorie. Ja, ja. Die Anfänge vom 11. Alex Jones ist Masterschwurbler, Dicker. September hat er ebenfalls vorausgesagt, in Anführungsstriche. Es wird aber auch behauptet, dass Alex Jones eine kontrollierte Opposition ist. Und dies aus mehreren Gründen. Um euch kurz zu erklären, was eine kontrollierte Opposition macht. Das Motto einer kontrollierten Opposition ist, dass sie dir 100 kleine Wahrheiten erzählen, damit du die eine große Lüge glaubst. Für jemanden, der nicht direkt alles glaubt und seine Informationen zuerst mal prüft, ist eine kontrollierte Opposition eigentlich kein Problem. Einer der Gründe, warum man behauptet, dass eine kontrollierte Opposition ist, ist, dass er Dinge oft verrückter darstellt, als sie eigentlich sind. Er soll sozusagen dafür sorgen, dass alle Leute denken, dass Verschwörungstheoretiker verrückt sind. Hört euch mal an, was dieser Alex Jones bei einem Gespräch... Weiß ich nicht. Dieses kontrollierte Oppositionsthema wird halt überall mit reingebracht, ne? I don't know, Bro, ich weiß es halt nicht. Wir werden es nie wissen. Die sagen es bei Andrew Tate, sagen die das auch. Bei anderen Leuten sagen die das auch. Ich weiß nicht. Am Ende des Tages ist es wichtig, was bist du? Ich weiß, wer ich bin und was ich bin. Und ich mache meinen Tag oder mein Leben nicht davon abhängig, ob Alex Jones eine kontrollierte Opposition ist oder Andrew Tate oder wer auch immer so. Am Ende des Tages, das ist auch scheißegal. Du musst wissen, wo du stehst, mein Jutster. Ich mit Joe Rogan behauptet hat. Leute, wie gesagt, er soll Sachen verrückter darstellen, als sie eigentlich sind. Nach seiner Aussage gehen wir auf einen Doktor ein, der uns mehr über diese Technologie erzählt und die... Podcast von Alex Jones reinziehen fühle ich auf jeden Fall. Gerade die mit Joe Rogan habe ich alle durchgesuchtet. Der eine geht, glaube ich, 5 Stunden oder so. Wild. Eigentliche Verfahren, die dazu genutzt werden. What the University of Washington was doing under Bill Gates. And this is in the 90s. Den seine Stimme alleine, oder? So ehrlich. What were they doing? They don't even know what they're being given. It's intravenous. So you think it's some sort of alien intervention type shit? Dude, they to get even deeper, they turn your heart off for 5 minutes and they pump oxygen into your blood. I've talked to people that are involved. I mean, top scientists. And you're in the meetings with freaking aliens. And it's like the things the aliens tell them, they come out and they tell scientists and it works. Bruder, das ist so geiler Content, sag ich dir ehrlich. Neurowissenschaftler und Neuropharmakologe Dr. Andrew Gallimore war einer der ersten Leute, der über diese Substanz geredet hat. Er berichtete ebenfalls von den gleichen Gestalten, die andere Konsumenten gesehen haben. Er hat auch letztendlich eine Technologie entwickelt, mit der man diesen Trip verlängern kann. Es hört sich krass an, aber dieser Mann erzählt genau das gleiche, was Alex Jones in dem vorherigen Clip gesagt hat. Nur ein bisschen anders. Und zwar, dass man den Trip mit einer von ihm entwickelten DMTX-Technologie auf Stunden verlängern könnte und mit diesen Wesen länger Gespräche führen könnte. Dr. Andrew Gallimore, he's even helped develop technologies and design studies that will allow people to stay in said states indefinitely. This DMTX technology, one, worked, and two, was safe and tolerable. So you could actually bring someone into this breakthrough state and hold them there, and they wouldn't all just go out of their minds. Yeah, like, yeah. You can plan experiments. You can think about establish communication with the beings, you know, map the geometry and the topological structure of the space. Wenn wir uns verschiedene Reliefe, Hieroglyphen, Petroglyphen und andere Steingravuren anschauen, stellt man fest, dass in jeder dieser untergegangenen Zivilisationen von irgendwelchen Wesen berichtet wurde, die man heute vielleicht als Alien oder Dämon bezeichnen würde. Eine weitere Sache, die man oft in verschiedenen Kulturen auftauchen sieht, sind Steinskulpturen, die für viele Astronauten und Flugobjekte darstellen sollen. Schaut euch mal diese Statuen an. Sie sind auch als die antiken Astronauten bekannt. Oder diese antiken Astronauten, da gab es doch diesen einen Cousin, der da in so einem komischen Wagen drin sitzt. Ich glaube, bei Ancient Handbag haben wir das gefunden, ne? Wo ist der Bruder? Hier. Ich finde, der rechte Cousin hier, der sieht auch aus, als ob der gerade in einem UFO drin hockt oder so. Oder? Sehr ehrlich. Ne? Und diese Handtasche, das ist eh für mich Zeichen für Wissensträgermäßig. Irgendwie sowas. Meine Theorie alles, ne? I don't know. Das ist auch in mehreren Kulturen, haben die diese Taschen am Start. Oder einfach Gucci-Bag für den Flex. Kann auch sein. Man weiß es nicht. Findet man auf der ganzen Welt.
von verschiedenen Kulturen zu verschiedenen Zeiten. Immer wieder stellt man Personen dar, die wie Astronauten aussehen oder Leute, die auf einer Maschine sitzen. Damit ihr versteht, worauf ich hinaus will, gehen wir ganz kurz auf eine ähnliche Cargo-Kult geht da jetzt ein, ne? Sache ein, die vor kurzem passiert ist. Vielleicht habt ihr mal den Begriff Cargo-Kult gehört. Also, wir sind so tief drin, wir können die Dinge vorerahnen. Und zwar haben Leute mit einem Flugzeug verschiedene Lebensmittel auf eine Insel geworfen, wo ein Volk existierte, das noch keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Nach einer kurzen Zeit fingen die Leute an, Replikas von den Flugzeugen zu bauen, die sie gesehen haben. Und fingen diese an anzubeten. Oder bestimmte Rituale abzuhalten, in der Hoffnung, dass diese Flugzeuge zurückkommen. Schaut euch mal an, was sie gebaut haben. Sie haben verschiedene Flugzeugskulpturen hergestellt. Sie hätten sozusagen gedacht, irgendeine höhere Macht hätte sie besucht und ihnen das Essen gebracht. Und haben deshalb angefangen, etwas zu bauen, das wie das Ding aussah, das sie in der Luft gesehen haben. Es wird erzählt, dass in diesen alten Zivilisationen genau das passiert ist, was bei dem Cargo-Kult passiert ist. Sie haben Sachen gesehen, die ihnen nicht bekannt waren. Und diese Sachen waren so unglaublich, dass sie anfingen, Statuen und Skulpturen zu erstellen. Die deutlichsten dieser Reliefe und Steinskulpturen stammen von der Maya-Zivilisation. Sie zeigen oft Menschen, die irgendein Fahrzeug steuern. Auch gibt es Skulpturen, die wie Astronauten aussehen. Eine dieser Skulpturen ähnelt besonders dem SpaceX-Astronauten. In einer Minute kommen wir wieder auf dieses Thema zurück. Ja, das ist das Astronautenthema, ne? Wisst ihr ja, Freunde, da bin ich auch skeptisch. Auch sieht man auf einigen Gravuren, dass so etwas wie eine Spirale am Himmel auftaucht. Sowas ähnliches ist vor kurzem auch in unserer Zeit aufgetaucht. What the fuck, Bro? Das ist wieder so ein Video, wo ich weiß ich nicht. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. Was? Wie haben wir das denn da? That's... Nein. Within a few seconds, a giant spiral hundreds of miles wide dominates the Nein. Within a few seconds, a giant spiral hundreds of miles wide dominates the pre-dawn skies. Bro. Bluebeam. So. So. Witnesses are still trying to understand what they're seeing, when without warning, it disappears. As people watch this amazing sight, suddenly a black hole appears in the middle and swallows the entire operation. What the fuck is going on here, man? It's one of the most incredible things that the people had ever seen. Bluebeam, Digga, Vorbereitung, meine lieben Freunde. Geht los. It's Norwegian for what the heck is that? A blue light, small at first, growing into a spiral. And then disappearing into what appeared to be a black hole. In the northern community of Trøndelag and on a Norwegian military base, cell phones snapped, video cameras rolled, and bloggers got busy. Warum hat das nicht, ist voll an mir vorbeigegangen, schreibt einer. Ja, voll. Warum? Wie geht das? Warum wird man davon nicht weltweit, also, hä? Verstehe ich nicht. Wenn das angeblich so krass gewesen ist, so. Diese Spirale, die am Himmel aufgetaucht ist, ist schon mehrmals aufgetaucht. Und immer hat sie was mit Raketen zu tun. Und zufälligerweise war sogar einmal SpaceX dafür verantwortlich. Turns out that the so-called flying spiral is actually a new satellite that was launched earlier that day by SpaceX. Leute, vielleicht sind es auch nur Zufälle, aber darüber gehen auch viele Geschichten rum. Eine davon erzählt von einer sogenannten Breakout-Zivilisation, die zahlreiche Katastrophen überlebt hat und eine weit fortgeschrittenere Gesellschaft hat als wir. Diese Zivilisation verfügte angeblich bereits vor hunderte von Jahren über Technologie, die wir erst heute... Und wo sind die, Dicker? Im Inneren der Erde, Bro. So. Oder hinter der Eismauer. Ja, Dicker, wir sind drin. Okay. Und einige behaupten, dass diese auch immer wieder für den technologischen Fortschritt einer Gesellschaft verantwortlich sind. Vielleicht kennt ihr das Zitat, die Geschichte wiederholt sich. Für viele scheint es nun so, als ob gerade genau das passiert. Zuerst werden zum Beispiel psychedelische Substanzen promotet. Früher hat man das durch Statuen und Skulpturen gemacht. Heute macht man das zum Beispiel durch einen Podcast. Na, hör doch auf, Bro. Ich habe Probleme damit, wenn er jetzt so Joe Rogan jetzt da hinstellt und sagt, guck mal, der promotet psychedelische Drogen, der ist irgendwie in der Agenda mit dabei und so, Bruder, jetzt. Bro. Und nachdem die Gesellschaft mit irgendwelchen Substanzen vollgepumpt ist, tauchen auf einmal irgendwelche... Bleib doch locker.
Gestalten auf. Heutzutage wird ja auch immer von dieser gefakten Alien-Invasion gesprochen. Wie der Doktor vorhin gesagt hat, früher hat man Spirits, also Geister oder Dämonen gesagt und heute nennt man sie anders. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid eine Gruppe und hättet Zugriff auf Technologie, die dem Rest der Menschheit nicht bekannt wäre. Man könnte mit dieser Technologie zum Beispiel dafür sorgen, guck mal, diese Handbags, Bruder, ich küsse dein Herz, dass die Leute denken, man wäre irgendein Gott oder irgendeine andere, viel weiterentwickelte Spezies. Lasst uns zum Schluss auf ein paar Wörter von dem Oberstleutnant des US-Militärs Carl Neal eingehen. Do you believe that a higher form of non-human intelligence has visited this planet? Ja. Ja. Ich glaube sogar, dass wir teilweise nicht menschlich sind. Da gehen wir jetzt mies rein in die Schwurbelei, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir eventuell Mischwesen sind. Weißt du? So. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. And they're unelected people in the government that are aware of that. Unelected people in the government that are aware of that. Digga, hat er gut ausgedacht. Der ist so voll stumpf so. Ja, gibt's. Die sind hier und da sind auch ein paar Jungs innen hinten im Government drin, Digga. Die kannst du aber nicht wählen. Geil. These indigenous tribes in Amazonia who are using DMT, they used it to communicate with beings. They call them, you know, spirits or gods, right? We might have a different name for them now. Miese Recherche, Bro. Komisch, Mann. Jetzt schon vorbei, oder was? Ich war voll drin gerade. Flex, der war mal wieder richtig stark. Richtig stark. Bei der DMT-Recherche haben wir uns leider widersprochen ein bisschen, aber ist auch vollkommen okay. Ich liebe den Bruder trotzdem, weißt du? Der hat halt gerade seinen Wissensstand und ist gerade auf dem Film, wo er gerade unterwegs ist. Ich bin auf meinem Film. Ich nochmal Shoutouts da, also, dass er das Thema mit den Schwarzen mit reingenommen hat und so, fand ich richtig süß, richtig geil, Digga, bester Mann auf jeden Fall dafür. Und ja, generell, der macht super Dokus, Digga, guter Mann, unterstützt ihn natürlich, Originalvideo unten in der Beschreibung verlinkt, I love you all. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, bleibt schön stabil. Alles ist gut, ich liebe euch. Peace out.